Hallo Freunde, die Musik ist super. Bist du da? Ja, die Musik habe ich übrigens eingesungen mit meinem Ah, das würde einiges erklären. Machst du auch ein Best-of irgendwie, das wahrscheinlich nur 2 Sekunden lang geht? Was für ein skurriler Planet. Das ist irgendwie, bist du runter in die Höhle oder bist du geradeaus weiter? Nee, ich bin geradeaus weiter. Okay. War es jetzt nicht die beste Idee, war das ohne dich zu tun? Oh, hier sind Diamanten. Voll, hier wachsen voll die Diamanten an der Oberfläche. Diamanten? Ja, hier hinten. Das ist ein Tentakel. Nee, guck mal mit. Guck mal, da hinten im Berg. Ach, krass. Willst du ja die holen? Ich meine, bringt sowieso nichts. Ja, ja, aber ich fand's nur krass, dass die da einfach mal so wachsen. Ja, das ist krass. Dass die einfach nur so wachsen, ist krass. Das ist krass, dass die einfach nur so wachsen. Das ist übel, ne? Also, dass die einfach nur so wachsen, finde ich schon sehr krass. Oh. Boah, hier greift aber auch immer alles an. Diese Luftviecher greifen immer an, ne? Boah, der spuckt Gift, pass auf. Es gibt hier einfach mal keine netten Vögel. Nee. Willst du Tauben füttern? Zack, Arm weg. Deswegen sitzen so viele armlose Omas im Park, weißt du? Du, Papa, was machen all die armlosen Frauen im Park? Vögel füttern, Alter. Alter, aber guck mal, rohstoffmäßig ist hier schon, ne? Boah, vor allem alles in dieser Erde und alles hier oben, wie geil das ist. Ist eigentlich alles geschenkt, aber bringt uns nix. Bringt uns nix. Was war nochmal, das Let's Play wird beendet, ne? So war das. Genau, wir wollten ja ganz aufhören mit dem Wild, weil wir total frustriert sind, dass unser Superhaus, welches ja schon total fertig war, dann einfach weg ist. Das ärgert einen schon. Warte. Kennst du schon das neue Musical? Warte. Krieg ich das irgendwie hin, wenn ich versuche? Warte. Das braucht ein bisschen Vorbereitung. Dazu muss ich ganz kurz gucken. Brauche ich, glaube ich, einen Block? Nee, scheiße, das funktioniert nicht. Ah, egal, naja. Ich wollte eigentlich hier The Magic of Blutpisse. Jetzt. The Magic of Blutpisse. Oh. So. Was denn? Ich habe halt dieses Hahnproblem. Ich habe hier so ein klappriges Rohr, wenn er das müsste. Das Piephahn-Problem. Quietsch, 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 quietsch. Die sind süß. Die da oben schöne nicht. Frisur. Alles sehr haarbetont hier, ne? Bei den Viechern. Meinst du, dass die eine ordentliche Frise haben oder was? Ja, da unten, die haben so einen schönen Mob auf dem Kopf. Die anderen haben so. Hier, Zacken. Sieht irgendwie lustig aus. Ja, diese komischen Alfreds halt. Ich muss sagen, der Planet ist wunderschön. Der ist, Ja, ist doch zum Glück nicht trostlos, dass es hier regnet die ganze Zeit schon. Zum Glück regnet es aber kein Dingens, kein Gift. Hier findet man aber auch kaum was, nur das eine Haus am Anfang. Ja, ich hab mich schon aua! Hui! Hi! Oh, Affenjunge muss immer ganz so zielen. Ich bin immer froh, wenn die Kämpfer einsetzen und diese Musik aufhört. Wer kommt denn auf diese Idee mit dem Tentakelplaneten, sag mal? Gut, wenn du sagst, das ist in der Geschichte von Starbound, vielleicht war der Autor besoffen. Ja. Oder Hentai-Fan, man weiß es ja nicht. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo ein Dorf mit jungen Schulmädchen. Boah, aber da will ich auch so einen Schlüpperautomat haben. Sollst du kriegen, mein Freund, sollst du kriegen. Du darfst sie auch alle anziehen. Natürlich nicht wegen den Schlüppern, sondern wegen Automaten, ne? Wegen Roboter. Ja, ich weiß, du reibst dich ja gerne an Automaten. Ja. Ich kannte mal eine Schlüpferautomatin. Sie war aus Chrom und wunderschön. Jeden Abend habe ich sie blank poliert. Du weißt, warum die Ticketautomaten bei der Deutschen Bahn immer so versüfft aussehen. Das ist kein Münzschlitz. Ach, so jetzt. Aber die sind echt immer versüfft, die Dinger, ne? Ist dir das mal aufgefallen? Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil da so viele versüffte Leute sich Bahntickets ziehen. Fahren Sie nach Gifhorn? Wir haben ein Reisegrüppchen. Aber der Planet ist voll scheiße. Ja, irgendwie schon. Der sieht scheiße aus.
Wobei der Hintergrund echt cool aussieht irgendwie. Ja, das ja. Eine Hat Kiste. Ein von Borderlands, finde ich. Vom Borderlands-Syndrom? Ja. One-Handed macht mehr Schaden als meine anderen Waffen. Hey, hier ist ein Iron Anvil drin. Oh. Ich habe jetzt eine One-Handed-Waffe. Guck mal. Warte. Geil. Hm? Das ist wie ein Brotmesser. Ja, aber ich kann jetzt noch ein Schild dazu tragen, um mich zu verteidigen. Leider habe ich keinen. Mit. Jetzt haben wir in unseren Kisten auf jeden Fall welche. Leider aber ist auch der Radius mega kurz irgendwie. Bleib mal gerade kurz da stehen. Vorsicht, in diesem Bild versteckt sich eine... Witzig! Oh! Vom Baum erschlagen. Geil. Das wäre lustig, wenn er jetzt tot wäre. Oder ich schmeiß das Monster da unten mal ab. Oh, nee, das kommt. Hau ab. Hau ab. Mach das doch lieber bei lieben Monstern. Alter. Alter. Massakrieren kann man schon gut mit dem anderen. Boah. Du bist... du bist ein Killer-Roboter. Du bist Wargames. Call me Bin Roboter. Osama Bin Robot. Ja. Jetzt wird's dunkel auf dem Planeten. Jetzt wird's bestimmt ekelhaft. Wir leuchten so komisch. Ach ja, das ist die Laterne auf dem Rücken. Boah. Das wäre lustig gewesen. Aber eigentlich nicht, weil dann wär's ja despawned. Oh, was ist das denn da unten für Kohlrabi-Mädchen? Boah, die sehen voll süß aus da, ne? Hast du eine Bombe? Nee, leider nicht. Ich hatte nur drei. Boah, Alter! Wie geht ihr denn los? Ah, Hilfe! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die machen übel Damage. Kohlrabi-Mädchen. Mit der Mucke kann man auch gar nicht singen irgendwie. Kohlrabi-Mädchen. Das ist so eine Berliner Selbstfindungsmusik, weißt du? Aus irgendwelchen komischen Untergrundclubs. Es legt auf, DJ Pastille. Alter, die sind überall hier, die Weiber. Uah. Alter. Oh, Alter. Ne, ich auch. Alter. Boah, krass. Ich hab da nur gestanden, im Weg quasi und... krass. Boah, die schnitzen aber gut weg. Ich glaube, wir müssen... Jetzt sind wir in diesem Sektor, wo wir eigentlich wieder graben müssten und eine neue Rüstung basteln und sowas. Und Waffen vor allem, denn wir brauchen endlich mal Schusswaffen irgendwie. Waffen. Viele Waffen. Kannst du mit der Stimme mal den Slogan von Fallout sagen? Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Hm. So? Finde ich gut, ja. Obwohl ich also wenn du irgendwann mal ein Fallout Let's Play machst, will ich das von dir hören. Okay. Wobei ich das Englische immer besser finde. Ich weiß ja, nicht, ja, auf Anfang jeden Fall. War. Auf jeden Fall. War never changes. Ja, klingt einfach irgendwie... Ich weiß nicht. Und jetzt noch voll übertrieben. In a world of war, war never changes. But one man will prevail. Das ist diese übertriebenen Trailer-Stimme. Ja, ja, klar. In einer Welt, in der Hoffnung nicht mehr zählt. Nee, das hört sich irgendwie komisch an. Ich frage mich, wenn so Trailersprecher nach Hause kommen. So. Hallo, Schatz. Was gibt es zum Essen? Oder ein Mann kommt nach Hause von seiner Arbeit. Was wird er finden? So, die Frage ist, wir suchen mal einen anderen Planeten. Einen Magma-Planeten hätte ich anzubieten. Waren wir schon mal auf einem Magma... Ach komm, hau einfach rein, komm. Ja? Scheißegal. Oh, hier ist noch Grasslands. Ein riesiger Grassland-Planet. Hey. Der ist riesig. Also wirklich riesig. Wollen wir auf einen riesigen? Ja, können wir machen. Oder wir gehen zuerst auf einen Grassland, auf einen Magma-Planeten, weil der zufällig gerade hier um die Ecke ist. Weil wir noch nicht auf einem waren. Machen wir das einfach mal. Kostet uns übrigens kein Fuel, weil der direkt wirklich Nachbarplanet ist. Das heißt, wir sehen gleich... Wir uns auch mal so einen Raumanzug basteln können und rüberfliegen können, oder nicht? Theoretisch schon. Das fand ich übrigens das beste Feature bei Dead Space 3, muss ich ja mal sagen. Mit dem Raumanzug durch den Weltraum, ne? Mhm. Boah, mega war das. Das war echt mega geil. Mhm. Ich würde mir ja wünschen, eine Mischung aus Minecraft, aus Starbound und aus DayZ. In geiler Far Cry 3 Grafik. Boah.
Das wäre richtig krass, ja. So richtig so ein Survival-Universum, wo man sich dann quasi auch die Technologien bauen kann und so weiter. Gerne auch mit Endgegnern, wo man zusammenarbeiten muss mit mehreren Spielern und nicht einzeln und sowas. Boah, das wäre schon mega. Ja, das wäre richtig krass. Puh. Da könnten sie von mir aus auch die Mega-Grafik weglassen, wenn das wenn nur das andere möglich wäre. Aber gerne natürlich auch mit Far Cry 3-Grafik. Wenn schon, denn schon. Ja, wenn dann schon, ja. Ne? Das wäre schön. Stimmt. Und dann auch noch so Siedlungen bauen, wo man sich dann quasi, wo man dann so Einwohner und bla bla bla, wo man dann natürlich auch ein bisschen Wirtschaftssystem mit drin hat für den deutschen Aspekt der Spieler. Der Planet sieht super aus. Das sieht sehr gefährlich aus. Ich glaube, das ist Holland. Sieht zumindest ein bisschen danach aus. Ach du Scheiße. Oh, schon wieder Tentakel. Oh, wie geil der Hintergrund aussieht. Ich wechsle mal wieder die Waffe. Irgendwie scheint die hier dann doch... Wie so Matsch. Erde hier. Ja, ist schon wieder ein Tentakelplanet. Wollen wir links oder rechts gehen? Lass uns doch mal rechts gehen. Boah, ich mag das aber, wenn so geringe Schwerkraft ist bei so großen Planeten, das mag ich. Hey, der sieht aus wie meiner. Ne, der hier sieht aus wie deiner. Jetzt kommt so ein kleiner, aber hier. Nee, hier, der hier, so ein Flaschenöffner. Wenn der Tobi sich vorm Fernseher ein Bier aufmacht, dann holt er keinen Öffner. Dann greift er einmal in die Hose und pfff. Der spuckt den Deckel da noch weg. Ekelhaft. Die sind lieb. Oh Mist, jetzt habe ich einen anderen auch noch. Hilfe. Alter. Hier. Die fliegen so lange. Oh, das haben sie bei Air Berlin auch immer. Bei Air Berlin sehen die Stewardessen auch genauso aus. Liebe Stewardessen bei Air Berlin, das war natürlich ein Witz. Die Passagiere meine ich natürlich. Und dazu zähle ich mich ab und zu auch mal, in Klammern leider. Ich habe mit Air Berlin nicht so gute Erfahrungen gemacht. Nee. Auch nicht mit den Stewardessen übrigens. Hab da jetzt auch bis jetzt immer nur Negatives gehört, muss ich ja sagen. Wahrscheinlich von uns immer die ganze Zeit. Ja, das auch, ja. Nee, aber was sich immer ganz gut anhört ist, ist das Turkish Airlines? Gibt's die? Weiß ich gar nicht. Na? Ein Falafel zum Flug? wie heißt denn hier die arabische Airline, die ist super. Meinst du Fly Emirates? Ja, die sind super. Die sind mega. Alter, du smackst die einfach nur so weg, ich komme gar nicht dazu, dem überhaupt was zuzufügen. Ah, das Dorf von denen, also das Ding sah gerade interessant aus, was die da haben. Ja, so ein Ding habe ich schon abgebaut mit so einem halben Käfig und sowas. Ach geil. Das könnte man, jetzt, man kann diese Plattform auch alle mitnehmen und sowas, das ist ziemlich geil. Aber es bringt uns ja momentan nichts. Nee. Wir brauchen ja nichts einzusammeln gerade. Wir haben voll resigniert irgendwie, es bringt doch alles nichts. Vorsicht! Ich lebe noch. Boah, ich dachte, da wäre noch eine Plattform, wo ich drauf springen kann. Hol mal die Pixel da raus. Die brauchen wir. Nein, mach's nicht. Oh, hier ist ein Endgegner-Ding. Was? Unter mir ist so ein Boss-Gegner, so ein kleiner. Oh, warte mal, da muss ich mich nochmal hochheilen gerade. Gut, dann schauen wir dir jetzt beim Sterben zu. Oh, Alter! Nein! Oh. Nein! Der ist aber fast tot. Ich hab den schon gut weggesnackt. Oh! Nein! Oh, Alter, ich bin... Jetzt viel hochfliegt. Ich hol ihn! Ich hab ihn! Boah, sehr gut. Ich muss dringend... Ich bin tot. Sehr gut. Alter. Weißt du, den scheiß Boss mache ich platt, aber das kleine Mistvieh haut mich dann um. Alter, die sind lauter von den kleinen Mistviechern. So, ich habe dich gerecht. Hat der Boss wenigstens eine gute Waffe fallen gelassen? Guck doch mal nach. Gerade. Warte. Komme. Warte auf mich. Ich warte. Scheiße. Hilfe! Und es ist so... Nein! So ich bin tot. Verfickt ärgerlich, das glaubst du nicht. Magma-Planeten sind super. Ja, finde ich jetzt auch gerade. Ich bin gerade Ewigkeiten in die Tiefe geflogen und dann war da einfach ein Lavabecken. Puff, tot. Ja, Magma-Planeten, darauf trinke ich einen Kaffee. Das ist kein Kaffee. Das ist Kaffeehaag. Mir ist nie glauben, was der gerade gedroppt hat. Ne. Alter, da lässt man nicht 2 Minuten aus dem Auge? Was ist das? Tobi! Guck dir das an. Und das vor dem Vibe, Alter. Das ist so mies. Bad Death Ace. Alter. Wie viel? Was hat denn der für Stats?
41 DPS, Alter, geil. Danke. Scheiße. Ja, ja. Komm hier. Oh. Ja, das ist voll mies. So. Das wäre so mies, gibst du mir die Waffe, dann umbringst du mich. Ja, und du schießt mich ab. Genau, hier. Oh. Und jetzt noch in die Lava werfen aus Brust, weil man selber keine hat. Oh Gott, ey. Schieß aber ein Monster mit ab, dann kannst du die haben. Mir tut das im Herzen gerade weh. Hat das Viech die gedroppt oder was? Also das ja, der Endboss, ja, oder? Ja. Geil. Genau. Oh. Hi. Die sind doch nett. Ja, jetzt aber... Nein! Geht aber eigentlich. Kaum mit einem Knarre in der Hand, da benimmt er sich amerikanisch. You're standing my turf, man. Boah, Alter, die Grünen machen aber auch übel Damage, ne? Ja, die Kleinen hier. Weg! Ich wollte gerade. Ich will doch mich healen. Au! Ich sag dir, die machen übel Damage. Du Saftsack, hör auf jetzt! Hier kannst du auch mal. Nee, behalt die mal. Nee, schieß auch mal einen Monster ab. Der macht aber. Die Waffe macht mega wenig Schaden, also da musst du auch sau oft drauf schießen. Pack die mal schnell den Bogen einfach hin. Ich glaube, das ist ja auch sinnvoll, ne? Ja, ja. Kann man. Weil die so ein bisschen nach links und rechts schießt irgendwie, ist total komisch. Ah ja, wenn man den genau vor der Flinte hat, das so ein bisschen. Naja. So, voll in Arsch. Geil. Howdy, Motherfucker. Ich meine natürlich, howdy, Muttertag ist ein schöner Tag. So, hier, bitte. Mein Gesicht weg, so. Ey! Hier stehen immer so kleine Kerzen rum im Hintergrund. Vielleicht sind wir hier auf einem Sektenplanet. Das kann sein. Hi. Boah, ich treffe einfach nicht. Da unten brennt... Ach ja. Das war Brennpit. So, juhu. Hey, wir kommen wieder in Tentakelregion mit Himbeerbrause. Das gefällt mir schon viel besser. Diese Magma-Pools sind echt tödlich. Diese kleinen vor allem. Eine tödliche Falle. Du fängst jetzt jedes Let's Play an. Gute Idee. Walter Andrews, 30 Jahre. Noch ahnt er nicht, was ihm heute widerfahren wird. 17 Uhr. Seine Frau hat Kohlrabi zubereitet. Das ist eigentlich geil, ne? So zu reden aber die ganze Zeit. Ja, es macht irgendwie alles episch, wenn man mit so einer Stimme redet. Da musst du auch mal in die Bank gehen und so. Alter, geil! Warte! Ey, du hast auch einer, du hast auch einer! Ja, warte, ich muss nur ausrüsten. Okay, schnell. Ja, hau ich mir mal hier auf den Bogen. Was hatten die überhaupt für Stats? 47, na, die macht nicht ganz so viel Damage wie deine. 47, da macht deine mehr. Ich hab 41. Ach so. Hey, du hast ein Maschinengewehr. Geil. Jungs, spiel mit Gewehren. Hui, hui. Wir haben Gewehre. Ich bin gerade vor wie bei so einem RTL-Bericht über den Irak so. So, wo sind die Zivilisten? Jetzt in ein Dorf rein, ey, das wär's. Brrrt. Geil, man kann die Geldkassette sogar aufschießen. Alter, geil! Einfach mal runtergeschossen vom Berg. Wie damals im Irak. Die machen nichts. Ist mir egal. Ihr kommt in unser Land. So. Kaum eine Knarre in der Hand, wird man zum Amerikaner. Wow. They're taking our jobs. Immer das gleiche. Hey, hier ist ein normaler Baum. Der muss weg. Alter, ich erschlag das Vieh. Guck mal, die Knarre. Oh, geil, hat geklappt. Guck mal. Das ist ein Eichelbaum.
Vorsicht! Godzilla! Es ist Bonsai-Godzilla! Godzilla, Alter. Gonzozilla. Geil, 10 Pixel. Wow. Die werde ich gewinnbringend investieren. Warte mal, ich heile mich mal ganz kurz hoch, vorsichtshalber. Oh nein, ein Vogel! Boah, Alter. Was denn? Wie der da gerade runtergeflogen ist. Hab ich gerade gar nicht gesehen. Mist. Mist, ich muss Mikro wieder ausmachen, wenn ich huste. Ärgert mich immer selber. Boah, hier sind gleich zwei von den scheiß Viechern. Ja, ist gut jetzt. Oh, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Bring mir mal kurz in Sicherheit. Ja. Mach die mal so lange mit dem Schwert kaputt, weil ist doch irgendwie noch effektiver, so ein Ding. Ja, das stimmt. Da sagst du was. Vorsicht, links sind wieder, ist wieder ein kleiner Godzilla. Ah, diese Bandagen sind so köstlich. Halt dir mal gerade mein Rohr ins Gesicht. Das ist sehr lieb. Drück doch mal bitte ab. Ah! Oh, gut, dass ich einen Helm aufhabe. Boah, gleich drei. Ernsthaft. Gut, dass ich mal daneben haue. Mann! Alter! Du bist fast tot! Ja, ja, ich seh's gerade. Gebe trotzdem nicht auf. Ich bin einfach eine Kämpfernatur. Oh, geil. Hast du gerade fallen gelassen? Ja, ach. Ich weiß nicht, was man mit den Dingern machen kann. Scheiß drauf. Alter, wir laufen hier rum. Die Amerikaner laufen wir hier rum, echt. Mit den Knarren. Aber wie sieht's hier schön aus? Wenn es dunkel wird. Nachtjagd. Oh, Farben sind irgendwie schön. Hast du auch diesen Schnell-Loot-Reflex? Bei den Kisten immer. Wenn ich sehe, dass du in der Nähe stehst. Was? Was soll das denn heißen? Ja, fürs Team will ich uns die holen. Das ist Diskriminierung, nur weil ich Amerikaner bin. Damit du dich nicht abschleppen musst. Du bist tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin auch tot. Ich dachte, ich folge dir einfach mal, weil ich solidarisch mit dir sterben wollte. Vor allen Dingen. Oh, dieser Kaffee. Wer schießt denn da? Wieso schießt du denn im Raumschiff? Ich verstehe. Warte, ich. Tanz! Tanz! Okay, wollen wir mal den anderen Planeten abchecken? Wir haben noch 7 Minuten Zeit in dieser Folge. Ja, können wir machen. Wäre auch genau pünktlich 8 Uhr dann. Gut, es wäre 1 Minute nach 8, aber das ist ja nicht so schlimm. Ja, gut, das kriegen wir noch hin. Das war ein riesiger Grasslands-Planet und da können wir ja später nochmal, ich glaube, den können wir noch längere Zeit erkunden. Guck mal, der Benny ist sogar schon im TS. Ach, Tatsache, im Foyer treibt er sich rum gerade. Der wundert sich bestimmt, dass wir bei Starbound rumhängen. Aber ich hab's ja rumgeschrieben, dass wir erstmal Starbound aufnehmen gerade. Gut, dass keiner das Passwort hat. Vom Channel. Doch, der Dennis hat das leider. Warum? No. Weil wir hatten hier in dem Channel GTA Jobs aufgenommen gehabt, als ihr im Urlaub wart. Und ich konnte ja keinen Channel createn quasi. Von den anderen hatten wir das Passwort leider nicht. Ah, okay. Naja, gut, ist ja auch Wurst. Ja, er wird ja nicht reinkommen, er hat's ja geliebt. Ja, wenn, dann wäre es ja eigentlich auch ganz lustig. Aber wir können ja generell mal so einen Hangout-Raum machen, außer das Foyer. Ja, das stimmt, weil oben kann man nicht quatschen, ne? Ja, ja, genau, weil wenn da 10, 20 Leute drin sind, ich wollte die Bandbreite halt nicht so auslasten, sondern auf die Sprachqualität gehen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ne? Ist auch gut, dass wir uns über den TS unterhalten, wo die Leute nichts von wissen. Ja, das ist ja auch ein geheimer TS vor allen Dingen. Oh ja. Die IPs übrigens... vorhanden. Boah, wie schön das aussieht unten, ne? Ja. Ist bestimmt wieder grüne Erde, ich weiß genau. Na, und? Hä? Was? Ist denn hier alles von Tentakeln besessen? Ja, ich glaube, wir sind in so einem Universum, also... Ja doch, Universum nennt man das, ne? Ja. Oder Sektor, so oder? Universum, wo halt, ja, wo halt so Tentakel. Vorsicht, ein Penis greift an, ein Fliegender. Was ist das denn? Ein Flugpenis.
sieht das scheiße aus. Hey. Junge. Na. Komm. Jetzt reicht's aber auch mal. Boah, 330 Pixel. Was? Los, Character Viper. Du Drecksack, gib sofort dein Geld. Amerika. Was? Mach die ganze Zeit Witze über Amerika, es tut mir leid. Eigentlich mag ich das Land tatsächlich und die Leute eigentlich auch, die Einwohner, die sind sehr hilfsbereit. Nicht alle natürlich, aber man kann ja nie alle über einen Kamm scheren. Ja, das ist ja bei den meisten Ländern so. Genau, genau. Auch bei Deutschland natürlich. Man muss ja nicht zwingend alle Deutschen mögen, nur weil man selber Deutscher ist. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Was ist das denn da drüben? Oh, danke. Oh. 6 Pixel. Der ist am Kacken, guck mal, wie der vibriert. Alter. Naja, was ist das denn für ein Überraschungsei auf Beinen? Alter, wir treiben ihn in die Enge und dann bringen wir ihn um. Schieß ihm in den Arsch, reiß ihm den Arsch auf. Richtig so, richtig so. Hier bei Wildlife Channel. Danke. 3 Pixel, geil. Aber ich habe auch 3 gekriegt. Hi. Der seltene Rotlaubfrosch. Der Rumpel ist mittlerweile auch da, meine Güte. Ach, der ist auch dabei heute, super. Hä, der ist aber im falschen Raum, ne? Wie ist der da reingekommen? Ja, weil der Walle wahrscheinlich wieder alle Passwörter rumgeschickt hat, was er nicht machen sollte. Ja, Walle. So. Huch. Ich klau dir mal dein Düdeldü. Ich weiß gar nicht warum, manchmal mache ich das. Das will ich gar nicht. Du musst eigentlich hu machen. Vorsicht, fliegende Penisse. Nein, sie greifen an. Mein Penis im Weltall. Natürlich mit einem trickreichen Fire-Swirl. So, Penis erfolgreich abgewendet. Geil, wie die immer runterfallen. Findest du geil? Ja, das sieht lustig aus, wie die so die Hände so zusammen machen, also die Flügel und dann... Reed-Organ? Don't blow this performance. Ach, das ist wieder irgendein Musikinstrument. Nach dem Patch machen wir auch mal ein bisschen was mit Musik, ne? Ich habe hier nur mal Angst, dass der abschmiert. Ja, muss man vielleicht vorher mal ausprobieren, ob das geht. Ja, man kann ja auch verschiedene Tracks laden. A-Team und all so ein Kram. Vorsicht, Vogel! Boah. Ah, der ist lieb. Oh, der macht aber nichts. Gott sei Dank. Weißt du noch, früher alles abgeschossen, alles kaputt gemacht und jetzt so, ist er lieb, ist er lieb? Ja. Ja, die Monster hier, wie gesagt, die machen echt Schaden. Da muss man aufpassen. Ja gut, wir brauchen natürlich auch die neue Rüstung und lalala. Das ist natürlich alles. Wir sind ja noch nicht ausgestattet hier für den Sektor. Das stimmt. Im letzten Sektor haben wir ja auch gut aufgeräumt. Ja, das stimmt. Geil. Hey, guck mal, die spielen. Das ist ja süß. Hallo, ihr Lieben. Oh, genau dazwischen, Alter. Ja. Boah. Gut, dass ich die Blase deaktiviert habe. Muss nicht mehr pinkeln jetzt. Ja. Habe ich auch mal deaktiviert. Gehört nur beim Aufnehmen, ne? Habe ich kurz vom Netz genommen. So ein Organ-Switch. Ist aber lustig, dass Schießen auch Energie kostet irgendwie. Kostet ihn dann so viel Überwindung, den Trigger zu ziehen? Ach, tatsächlich. Hä, was ist das denn? Ich muss immer näher rangehen mit meiner Waffe. Ich habe ein Scharfschützengewehr, was irgendwie zu einer Shotgun wird, wenn ich schieße. Voll sinnlos. Irgendwie sehr merkwürdig. Aber ich dachte sowieso, dass du eine Shotgun hast oder so. Nee, das hat aber ein... Das ist nicht so ein Zielfernrohr oben drauf? Das sieht so ein bisschen so danach aus, aber es hat ja vorne auch die große Trommel drauf. Ich bin jetzt kein Waffennarr, ich kenne mich jetzt nicht so aus. Nee, Badass Death Haze Sniper Rifle. Also eine Sniper ist das aber definitiv nicht, die du hast. Nee, die schießt doch vor allem in zwei Richtungen. Was ja, ja. Boah, Alter. Was ist das für ein Klumpen? Alter. Boah. So. 160 Pixel immerhin. Du alter Geldklauber. Das gibt's ja gar nicht. Du machst das ja nur fürs Geld hier alles. Ja, natürlich. So. Hat man ja letztens in der einen Anmoderation gehört. Ja. So. Oh, geil, Geld. Die Planeten sind sehr leer irgendwie. Ja, ich wollte gerade sagen, ich frage mich, ob wir überhaupt mal über irgendwas stolpern auf diesem Planeten.
Diese Tentakelplaneten, ich kann mir vorstellen, dass die so übernommen sind wie die Erde damals, weißt du? Ja. Tun dann die also Klumpen ja überhaupt was? Gar nichts. Also. Nicht. Schade, dass die kein Leder fallen lassen, wenn man die erschießt. Was ich sagen wollte, ich kann mir vorstellen, dass die Planeten hier übernommen wurden, wie die Erde bei der Vorgeschichte der Menschen. Und dass es deswegen keine Städte mehr gibt. Dass es vielleicht eine Plage ist, die das Universum heimsucht. Und je mehr wir uns fortschreiten oder fortbewegen in den Sektoren, desto schlimmer wird es vielleicht sogar. Das wäre auf jeden Fall Horror. Oh nein, was täten wir denn dann tun? Zurück in den Alpha-Sektor und schönes Haus bauen. Ja. Überlebensabend, scheiß auf die anderen. Vielleicht noch so ein klaffendes Universumsloch schließen oder so. Das wäre auch gut. Da nicht rauskommen. Außerdem könnte es uns ja egal sein, wir haben ja Knarren. Einfach nicht mehr hingucken, wie in Deutschland. Politik, genau. Einfach nicht mehr hingucken, Problem gelöst. Genau, ja, so einfach macht man's. Betrifft mich ja nicht. Ja. Ich hab ja meine kleine Bude, ich hab ja Essen auf dem Tisch, was brauche ich mehr? Zukunft ist mir egal, die erlebe ich sowieso nicht. Für Freiheit kämpfen? Wir sind doch hier nicht bei Braveheart. Bei wie vielen Minuten sind wir eigentlich gerade? Oh, bei 30 Minuten. Du hast ein sehr gutes Gespür, mein Freund. Sehr gut. Oder meinst du, weil jetzt vielleicht... Ne, sind immer noch Benny und Rumpel, die anderen sind noch gar nicht da. Ja, die kommen wieder zu spät, ne, wie immer. Wie immer. Wie immer. Das ist schlimm einfach. Wir sind ja schon seit einer Stunde. Wir sind ja schon seit fast 2 Stunden im Teamspeak. Ja, und nehmen effektiv Starbound auf. Das muss man sich mal überlegen. Ja. Wir hängen da nicht einfach nur so rum und warten. Ja. So ein Benny im Foyer, weißt du? Im Foyer. Ja, das ist, ach. Der feine Herr, weißt du? Kaum haben die Circle of Alchemists was mit Michael Jackson gemacht, da denkt er auch, Wunder, wer weiß was. Beat it! Nein, der Benny ist echt ein Lieber, muss man mal sagen. Ja, wobei ich bei den Circle of Alchemists, wenn die ein Foto von sich posten, von ihrer Gruppe, also von den anderen 4 auch noch, ja, nie so recht weiß, wer da wer ist. Bringst du die alle durcheinander? Ja, gut, ich hab's auch noch nie in echt gesehen. Also ja, wird mal Zeit. Aber dieses Jahr bist du beim Teamtreffen auch wieder mit dabei, ne? Beim Teamtreffen? Ja, wir machen doch dieses Jahr Teamtreffen. Essi, lecker Spachteln und so. Ach so, ja, natürlich. Ja, super. Ich glaube, da sind die bestimmt dann auch mit dabei. Auf der Gamescom, ne? Ja, oder vorher schon? Nee, ja, vorher und oder nachher. Okay. Genau, weiß man's ja nie. Nee, bin ich dabei. Sehr gut. Oh! Oh, ich wurde gerade gebissen. Der Schalk im Nacken hat mich gerade gebissen. Hallo? Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Dennis hier reinkommt. Wird spannend. Oh ja, nur mal so just for fun austesten, meinst du? Wo bist du denn? Sag mal, bist du so schnell? Ah, da oben. Ich hatte schon Angst. Ich bin einfach geflohen. So, mal gucken, der Dennis hängt gerade mit dem Benny im Foyer. Beide können nicht quatschen, das ist jetzt interessant. Gut, dass wir uns hier voll auf das Spiel konzentrieren. Ja, das ist super. Teamspeak. Oh. Kacke. Ist egal, wie schlecht die Items sind, der holt sie einfach raus. Ja, vorsichtshalber, man weiß ja nie. Au! Mistratte. Siehst du? Immer springen, sag ich, immer springen. Okay, pass auf, wir gehen jetzt so. Monster von vorne. Okay, warte. Oh nein, ich hab erwischt, ich werde nicht rechnen. Oh nein, noch eins, Vorsicht, nein! Alter! Nein! Nein! Du musst ohne mich weitergehen. Kein Mann bleibt zurück! Na gut, außer dir. Tschüss. Alter, jetzt habe ich ja 3 von diesen komischen, dicken, grauen Viechern hinter mir. 4! Boah. Geh ich gerade mal kurz nochmal in die andere Richtung. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas kommt. Vielleicht sehen wir uns ja noch. Das war ein riesiger Planet, ne? Ein wirklich riesiger Planet. 3 freundliche Eulenwesen. 3 Eulenwesen standen an einem Tresen. Gaben gerne Trinkgeld, denn das waren Spesen. Oh, ich habe hier ein Haus gefunden. Wow. Mit einem Bett drinne und mehr nicht. Vielleicht gehört das Bettmann. Oh.
Die Schmerzen. Wir sind ja eigentlich alle da außer Walle, ne? Ja. Ich habe gerade noch einen Zwischenboss gefunden. Ja. Gucken, ob ich den glatt kriege. Ach, Alter! Affenstadt! Ich bin tot. Nee, ein Affenlabor. Ein Affenlabor? Ja, haben wir ja auch schon gesehen, ne? Glaube ich. Nee, ja. Nee, eine Affenstadt ist es, kein Affenlabor. Halt, jetzt nicht hinsetzen. Ja, okay, ist eine Affenstadt. Hier würde man natürlich super Waffen kriegen, theoretisch, wenn wir jetzt zu zweit durchflügen könnten. Das wäre natürlich geil. Ja, das stimmt, aber... Und irgendwie habe ich jetzt gerade Teamspeak-Probleme. Echt? Hörst du mich noch total... Ich höre dich noch normal, ja. Wollen okay. wir Folge beenden? Sollten wir sowieso. Also ich bin jetzt in der Affenstadt. Ich werde die jetzt sowieso nicht mehr auseinandernehmen. Schon gar nicht alleine bei Threat Level 4. Da steht noch eine Kiste. Da schaue ich nochmal ganz kurz rein. Winterscarf. Ich habe einen Schal gefunden. Geil. Können wir ja doch auf den Schneeplaneten. Mit dem sehe ich endlich aus wie ein Hipster. Hab ich mir immer gewünscht. Alter, two-handed, eine Waffe, die 84 Schaden macht pro Sekunde. Geil. Aber ist so eine komische Stichwaffe, glaube ich. Na, die sind doof, da hat man keine Reichweite mit. Also keinen nach oben oder unten. Ich verlasse mal ganz kurz die Stadt und probiere mal was aus, bevor wir jetzt, weil ist ja eh noch nicht da, das dauert ja mal ein bisschen. Alter, jetzt ruckelt sie aber auch gerade extrem, weil von Frames her habe ich gerade 15. Da unten ist noch eine Kiste. Warte ganz kurz. Ja. Versuch mich nochmal an dem... Der Zwischenboss ist wieder aufgeheilt, das ist ja unfair. Two-handed, 64 Schaden. Oh, die ist nicht ganz so gut. Birdstabber. Throwing Needle. The Throwing Needle, great against evil haystacks. Ach du Scheiße. So Wurfwaffen haben wir auch noch nicht ausprobiert. Müssen wir auch nochmal machen alles. Der Schal sieht echt modisch aus. Das gibt's doch gar nicht. Alter, wie viele Affen hier sind. Das wären so viele Pixel, die wir sammeln könnten. Ich glaube, die Wachen, die da sind, die haben es auch in sich, oder? So, eine Wache ist... Nee, doch nicht. Oh, die Waffe ist echt ganz gut. You killed two Spider. So, der ist auch weg. Ich entleere mich mal gerade hier. So, lalala. 40 Pixel, naja, gut. Ich guck mal ganz kurz, ob ich die Wache da oben kriege. Dann machen wir wirklich mal eine Aufnahmepause. Und dann hoffen wir mal, dass der Patch inzwischen schon da ist und wir in der nächsten Folge endlich mal wieder richtig spielen können. Ja, das wäre toll. Freue ich mich auch irgendwie so ein bisschen, dass wir neu anfangen können. Aber nur ein bisschen. Ja, ich würde am liebsten am Haus weiterbauen, verdammte Axt. Das Neuanfangen wird bestimmt erstmal ein bisschen schwer fallen, glaube ich. Ja, wir sind inzwischen doch ein bisschen verwöhnt von den ganzen Sachen, die wir haben. Muss man leider sagen, ist so. Ist so, so ich hoffe, ihr habt keine Schusswaffe. Komm, Wache, du gehst jetzt. So, überlebe ich noch? Oh, und ich habe ein Schild. Ein Bro-Dagger-Flektor. Oh, was habe ich denn hier? Cowboy-Pants? Ich habe Cowboy-Hosen und einen Toolspawner gefunden. Ach, geil. Die Cowboy-Hosen ziehe ich gleich mal an. Die sehen auch relativ kleidsam aus. Howdy. Alter, wie ich die gerade massakriere, das ist nicht nett. Dafür werde ich aber auch gerade erschossen. Krass. So, mal gucken, was habe ich jetzt an Waffen? Das wollte ich gerade nochmal machen. Ich wollte einfach nochmal ganz kurz gucken. Das ist meine alte Waffe. 67, aber One-Handed. Das sind meine alten Hosen. Was haben wir hier? One-Handed mit 86 Schaden. Nicht schlecht. 86, das geht. Ja, für eine One-Handed ist das super, glaube ich, ne? Ja, auf jeden Fall. Und dazu noch ein Schild. Das können wir gleich mal ausprobieren, eigentlich. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert mit dem Schild, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich mit rechter Maustaste blocken dann oder sowas. Ah ja, genau, hier. Rechte Maustaste blocken. Mhm. Linke Maustaste... Help, Guards, help, sagt er. Weil du ein Schild in der Hand hast? Ein Pixel hat er gedroppt. Nee, das war ein Einwohner, der hat ja sonst nichts. Ach so.
You killed Rainbow Toucher. Das hört sich ein bisschen... Rainbow Toucher. Ja, genau. Komm, ich lass mich mal umbringen hier jetzt nochmal auf die letzten Meter. Ich werde erschossen. Jetzt bin ich tot. Okay, ja, dann würde ich sagen, 40 Minuten. Wir sind eh drüber, weil es immer noch nicht da. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Hoffentlich schon nach dem Wipe. Ansonsten... Pimmeln wir hier noch ein bisschen rum. Ja, Sie sagen es, mein Herr. Das bringt es ungefähr auf den Punkt, sag ich mal. Ja. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Oh, es ist kalt hier bei Nacht. Es ist kalt. Ich beame mich mal aufs Schiff zurück. Vielleicht ist ja der Doofkopf auch da. Können wir zusammen verabschieden. Nee, ich bin irgendwo unter der Erde auf dem Planeten. Ach, unter der Erde. Naja, da wo er hingehört. Ja. Okay, ihr Lieben. Dann bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.